Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und ich habe das mit dem Mod hingekriegt, beziehungsweise dem Inventar, aber leider, hier sieht man schön ein bisschen geordnet. Waffen, Bekleidung, Zaubertränke, Schriftrollen, Essen, Zutaten, haben wir sehr viel. Bücher, Zauberbuch, Zombie, ach ja, Schlüssel jeweilige und hier alles. Und hier sind ein paar leider auf Englisch. Das ist sehr blöde, aber was soll's. Und hier wird auch eine Warnung. Lass mal los. Hier etwas Kleines. Ja, hier wird auch eine Warnung ausgegeben, dass dieser Mod nicht so ganz funktioniert. Das kann jetzt uns Ich aber. habe einen kurzen Blick auf den gefangenen Drachen werfen können. Er ist wunderschön. Das kann jetzt uns aber egal Tatsächlich. sein und wir müssen an Kodlaks Begräbnis teilnehmen. Und der Quest heißt zu Ehren der Ganz Toten. eigene Weise. Und den machen wir jetzt. Schau, wir müssen in die Tiefenschmiede, so wie es geheißen hat. Okay, doch nicht ganz. Hoppa, und hier wieder raus. Tut mir leid für das Versehen. Und rauf. Wer wird beginnen? Ich mache es. Oh, hey, komm. Im Scheine der uralten Flamme trauern wir. Ob dieses Verlustes weinen wir. Ja. Für die Gefallenen schreien wir. Schreien wir. Und für uns nehmen wir wir Abschied. Abschied. Nicht das schöne Holz. Ja. Person ist beschäftigt. Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels. Wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Wieso schaut ihr mich alle an? Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wodrath? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Ja. Ja, es ist mir eine Ehre, sie zurückzubringen. Jetzt redet doch nicht so blumig, Junge. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt da noch eins, das Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Ich weiß es zu schätzen. Gut. Nee, komm. Bring Kodlaks Fragmente in deinen Besitz. Das machen wir natürlich dem lieben Kodlak zuliebe. Und betreten Jowaske. Hier runter in die Wohnquartiere von Jowaske. Kann man jetzt eigentlich nehmen? Mal ins Inventar schauen. Muss mir noch hier an die Symbole gewöhnen. Hier schön auch Alphabet. Und hier, man kann das sogar drehen. Das hier ist alles für die Gesundheit mehr oder weniger zuständig.
Griffton. Ach so. Nee, tut mir leid. Ebene jetzt zwei Hände. 66. Aber der ist 1140. Und sieht besser aus. Aber wir müssen auch jetzt aufschließen. Was ist denn das für ein Ding? Ach komm. Ist ja niemand hier. Opa. Mal die andere Seite. Nein! Nein, 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 nein. Verdammt. Schaden. 69. Schließen wir. Experte. Ach komm. Verdammt, das ging natürlich daneben. Acht. Da könnt ihr mal knicken hier. Auf 57, nicht so viel. Blaue Robe, ja, das habe ich damit gemeint. Hier schön auch angeschrieben. Hier man kann gerade alles zu mir hineinschmeißen. Hier hat nichts zu bieten. Hier nach offenen. Ui. Gold. Ja, komm. Ach, jetzt wollte ich es eigentlich mal lassen. Aber. Das nervt schon am Anfang. Schießkunst. So. Haben wir jetzt Waffen. Den Elfbogen. Der gibt 14 Schaden. Ach, ist. Okay, kann man so nehmen. Hat sie noch irgendetwas zum Plündern? Denn es ist gerade niemand da. Ah ja, ja. Starkes Gift Ausdauer. Die möchte ich nicht mitnehmen. Und dann holen wir einfach mal die Fragmente. Durchsuchen. Fragmente von Wudra. Wie? Nee, nee, nicht schließen, öffnen. Und wir haben jetzt hier Bücher bekommen. Wir haben. Oh Mensch. Wie hat denn das geheißen? Kommen wir nicht. Ja, wir schauen einfach mal. Kodlaks Tagebuch. Ja, ach Menno. Das kackt mich jetzt ein bisschen an. Natürlich alles Lieder zu. Hier, das ist ein Kuchen, den können wir gerade mitnehmen.
Nehmen wir mit. Alles schön mitnehmen, was hier nur rumsteht. Ach, die kommen jetzt schon wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Ja, das stimmt schon. Wenn jetzt oben noch... Oben ist... Aber die haben... das 45, 48 ist ja nix. Hoppa, und Brill. Ja, Graumähne. Hat niemand gesehen. Und raus mit uns. Ha! Wir sind gut im Stehlen und... So, was hat's denn hier noch? Käse. Ein Kuchen und mehrere Äpfel. Die wir verspeisen können oder und dürfen. Müssen wir hier wohl lang denn noch? Ja. Bei allem Respekt, Gefährten. Ich bitte euch, euren Hund unter Kontrolle zu halten. Jorvaskes Jaulen ist kaum noch zu ertragen. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe braucht. Wie ist es jetzt wieder hier rum? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, oder? Ach, der sitzt da in seiner Hütte und macht es sich gemütlich. Das ist natürlich sehr blöd. Habe ich einen Wassermatt angeschmissen, oder? Nö. Das könnte man natürlich auch noch machen. Haus Graumähne. Ja, Haus Graumähne. Sehr schön, das Haus Graumähne. Habt ihr euch verlaufen? Nö, ich... Karotte. Gold, ja, kann man mitnehmen. Hallo. Ihr seid zurück. Ich habe Kodlaks Fragment. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Finde ich gut und bis dann zum nächsten Mal. Weißlauf, hallo. Ups. Hab meinen Computer, meinen Rechner angerempelt. Ja, und ihr habt sicher gemerkt, ich habe die Untertitel angeschmissen. Hallo Tiefenschmiede. Ja, wie geht's denn so? Er hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kodlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kodlak ehren, ganz hallo. Selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kodlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen.
Die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu... Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskabor aufzubrechen. Für Kotlak. Ja, und wo haben wir denn jetzt... Ah, das Ultra Nord. Wutrat. Nur 75? Ach, cool. Und ich würde mal sagen, raus nach Weißlauf. So, und was im nächsten Part so passiert, das seht ihr nächstes Mal bei Let's Play Skyrim The Elder Scrolls 5. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.